Hallo, ich bin nochmal die Bärbel. Ich habe hier in meiner Schüssel 100 Gramm Butter und ich zeige euch heute mal einen Grundteig, wo ihr machen könnt daraus, was ihr wollt. Bei mir gibt es heute einen Zitronenkuchen in einer kleinen Kastenform. Wir reichen die kleine, wir sind ja bloß zu zweit. So, diese Butter habe ich gerade aus dem Kühlschrank genommen. Also damit kann ich nicht backen. Ich werde die jetzt in die Mikrowelle tun, lasse zerlaufen und dann geht's weiter. So, meine Butter ist zerlaufen. Es kommt jetzt hier, oh Gott, ich muss mal abmessen, wie viel ich Zucker nehme. Vier Esslöffel Zucker rein. Zwei Eier. Die tue ich erstmal schön durcheinander matschen. So, ich habe hier einmal Vanille für Torten oder Kuchen. Die kommen hier noch rein. Flüssiges Vanille gibt es eigentlich mittlerweile in verschiedenen Arten. Entweder man nimmt diese hier. Warum schon? Gibt Vanille aber mittlerweile auch in dieser Form oder zum Reiben. Also so. Das ist, was ich jetzt gemacht habe, ist die Grundform eines Kuchens. Dazu muss noch um 200 Milliliter Mineralwasser rein und dann muss ein Paket Backpulver und so viel Mehl rein, dass es ein geschmeidiger Teig ist. Aber ich habe mir ja vorgenommen, heute einen Zitronenkuchen zu backen. Also ich nehme einen kleinen einmal rum. Das sind die Kuchengewürze. Das gleiche mit Zitrone. Aber das bisschen Zitrone habe ich noch keinen Zitronengeschmack. Damit ich einen wunderschönen fruchtigen Geschmack habe, nehme ich einmal Orangenschalen. Na ja, das war's wieder. Ich habe hier zweimal Zitronenzucker, die ich reingebe. Das ist das gleiche wie Vanillezucker. Aber die möchte ich heute nicht haben. Und ich habe etwas Oregano klein gemacht. Da kommt jetzt auch noch mit rein. Orangenschat ist Zitrone. Und das gleiche gibt es natürlich auch mit Orange.
So, das wird wieder alles gut durchgerührt. So, jetzt rühre ich mein Mehl rein. Entweder man nimmt Kuchenmehl oder man nimmt die 550 hier Weizenmehl und ein Paket Backpulver. Wenn ihr aber statt Zitrone Nüsse nehmt, habt ihr einen wunderbaren Nusskuchen. So, und mein Mineralwasser muss auch noch mit rein. Ich tue jetzt meine Kuchenform ausfetten mit Margarine. 200 Grad, ungefähr 30, 40 Minuten, je nachdem, tue ich meinen Kuchen backen. Wenn er dann abgekühlt ist, kommt die Zitronenglasur noch rüber. Die gibt es auch in verschiedenen anderen Geschmacksrichtungen, will ich mal so sagen. So, bevor ich das dann mache und zeige, wie das geht, mache ich dann nochmal schnell ein SOS-Video, aber ich möchte meinen Kuchen nicht verbrennen, aber ich zeige euch mal, was man machen kann, wenn der Kuchen verbrannt ist. Es geht manchmal schneller, wie man denkt. Man braucht bloß am Telefon abgelenkt zu werden. Und dann wisst ihr ja, wie das ist. So, ich tue meinen Kuchen jetzt fertig machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und dann beim Essen. Ich möchte aber auch mal meine neuen Abonnenten herzlich begrüßen. Es können ruhig noch etliche dazukommen, ich hätte nichts dagegen. Und wenn ich dann die Zitronenglasur drauf mache, davor melde ich mich nochmal. Tschüss! So, der Inhalt meiner Glasur habe ich in meinem Topf reingegeben, also zum Auflösen von Glasuren und so weiter. Stell das hier mit einem Topf in ein Wasserbad rein. Lasse das langsam auflösen, dass es flüssig wird und verteile das hier über meinen Kuchen. Da ist sehr gut geworden, mein Zitronenkuchen.